echt befriedigend ist. Was hast du heute erst erlebt? Ja, ich auch. Meine Pflanze freut sich danach viel mehr für, weil für sie ist es die Lösung. In dem Falle die Lösung, aus dem ihr Leben ist. Ich recycle ja, das. Ja, die kommt ohne deine Scheiße klar. Die hat nämlich andere Pflanzen, mit denen sie zusammenhält. Das Video davor war echt viel besser, weil es einfach um Zusammenarbeit geht. Um diesen Freud. Ja, du willst mit Wolfgang ja offensichtlich nicht zusammenarbeiten. Doch! Aber im Prinzip treten wir in Symbiose. Er kackt mich an. Und dadurch muss ich die Lösung präsentieren. Weil er diese Probleme immer wieder wälzt. Immer wieder. Er hat jetzt echt 3 Monate Pause gemacht. Aber das ist das gleiche in Grün. Er sagt nur, welche Probleme er hat. Und ich darf sie bearbeiten. Das ist unser Joint Venture. Wenn ich das so betrachte. Weil trotzdem dachte ich, er ist intelligent und kommt auf die Lösung selber. Aber kann ja sein, dass das nicht so ist. Das kann ja wirklich sein. Vielleicht ist es auch einfach so, einfach nur Fragen zu stellen, ohne die Hoffnung auf Antworten zu bekommen, dass das vielleicht total toll ist, aber es ist nicht toll. Das ist für mich ätzend. Und das ist für mich schon wieder fast schwarze Rhetorik. Nee, noch nicht mehr schwarze Rhetorik, sondern schon fast wieder satanistisch. Und da kriege ich echt Neid. Ich weiß nicht, weil ich damit anfangen soll, dass alle sich in die Scheiße wälzen der Probleme und denken, dass sie daraus Lösungen erzeugen, ist mir einfach schleierhaft, wie man darauf kommen kann. Man hält sich von Scheiße fern, das ist nun mal so. Nee. In schrecklicher Weise. Ist gerade der Punkt gekommen. So. Und das ist vielleicht falsch gesteuert, das ist vielleicht eine Falle. Ja. Vorsichtig sein. Ne? Es gibt jetzt mehr und mehr Stimmen, die sagen, Vorsicht, nicht drauf reinfallen. Ne? Das Thema an sich ist aber brisant und es ist real. Das ist Wirklichkeit. Das ist Teil der Wirklichkeit. Ja? Dass gerade im richtigen Top-Establishment, ja, bei Größen aus dem Showgeschäft, Kirchenvertreter, Politiker, Justiz, Sicherheitsapparate, ja, dass da eben sexueller Missbrauch, ja, Gewalt. Wie war die Mutter? Gegen Kinder, ja, als Mittel eingesetzt wird, praktiziert wird. Warum war er da? Ja, dass damit auch Politik gestaltet wird. Erpressung. Das ist eine Wirklichkeit, die kann man nicht mehr so richtig wegleugnen, ja. So, also Dutroux, ne, gibt die Dokumentation Dutroux und die 30 Zeugen, ja, im ZDF wurde die mal gesendet, ja. Da kann man das sehen, da kann man das sehen bei dem Jimmy Savile bei der BBC. Man kann es sehen beim Sachsensumpf hier in Deutschland. Ha, weh! Die werden regelmäßig unter der Decke gehalten. In Norwegen ist jetzt wieder irgendwas hochgekommen. Ja? Das sind Sachen, die sind offiziell. Das sind keine Hirngespinste, ne, was ich jetzt hier gerade erwähne. Das ist einfach aktenkundig, ja. Aber genauso aktenkundig ist, dass sich da bisher nicht wirklich was in Richtung Aufklärung bewegt. In Richtung Benennung der Täter, der Täterkreise. Ja? Das ist ein Filz wahrscheinlich. Ja? Netzwerke. Mach mich echt fertig. Höchstgradig vernetzt. Ja? Da tut sich nichts. So, worauf ich hinaus will jetzt? Warum erwähne ich das jetzt? Ne? Also Donald Trump inspiriert mich, baut mich irgendwie auf. Ja? Gleich wird er wieder in eine Schublade gesteckt, Vorsicht, bringt alles nichts, alter Wein in neuen Schläuchen. Seine beiden Töchter sind mit jeweils einem Juden verwandelt. Ne? Donald Trump hat mit Juden zusammengearbeitet. Solche Ansichten kommen dann auch hoch, ja? Beispielsweise. Ja? Donald Trump ist Teil eines Machtnetzwerkes und ist nicht besser als die anderen, im Gegenteil. Da werden dann praktisch oppositionelle Impulse in seine Richtung gelenkt, Hoffnungen geweckt, die enttäuscht werden und so weiter. Ne? Na gut, sollte es so sich herausstellen irgendwann, dass Donald Trump gar nichts bewirkt und so eine Art Obama 2.0 ist, ne? Hoffnung auf Change, auf Wandel, und dann kommt nichts, ne? Nee. Dann sind wir klüger. Ich will es aber nicht so festzementieren, jetzt schon, ne, vorauseilend. Warum denn? Er beflügelt mich jedenfalls. Ja? Da kommt so eine Frische ins Spiel, so eine Unmittelbarkeit. Da
Das kann der alles nicht inszenieren, der Donald Trump. Ja? Total. Das läuft anders als bei dem Obama mit den Telepromptern. Das läuft anders als bei der Hillary Clinton, wo die ganzen Auftritte inszenieren. Obama musste ablesen, damit er die Wahrheit nicht verkündet. Man hat ihn gestoppt, die Wahrheit zu sagen, weil er die in sich trug. Obama, hier Forrest Trump, der trägt das andere in sich. Zeniert werden, durchexerziert werden im Vorhinein, wo mit technischen Hilfsmitteln getrickst wird und so weiter, ja. Wo die Fragen, die an sie gestellt werden, nicht spontan gestellt werden, sondern abgesprochen, abgekartet, ja, mit ihrem Wahlkampfteam, solche Sachen. Beim Donald Trump ist es so, der spricht aus dem Bauch raus, der spricht direkt, ne, spüre ich alles, merke ich. Ja, also da ist so viel Echtes dabei. Der war Baulöwe in Manhattan, klar, ne, hat er sich noch mit den Wölfen dort einlassen müssen. Er musste mit den Wölfen heulen dort, ja, in Manhattan. Ja. Das sind die Mobster, die ganze Mafia in Manhattan. Ja. Wie will er dann als Baulöwe dort bestehen, wenn man nicht mit denen sich einlässt? Und auch finanzkräftige Juden, ja, die in Manhattan ja nun existieren. Ja. Da haben wir die Wall Street. Ja. Wie will der Donald Trump dort mitmischen, auch positiv mitmischen, etwas wirklich bewegen und bewirken? Ja. Wenn er nicht auch auf die vorhandenen Kräfte sich einstellt, ja, auch mit denen zusammenarbeitet, auch von denen Positives nutzt, ja, gibt es durchaus. Der muss auch mit einem korrupten Gewerkschaftsboss sich an einen Tisch setzen, als Baulöwe, ne, Beispiel. Und weiß genau, dass er zu viel Gewerkschaft in irgendeiner Weise verwandelt ist. Aber er will ja sein Projekt durchziehen. Ja. Wenn er den Erfolg will, und es ist entscheidend, was am Ende rauskommt, insgesamt, in der Gesamtbewertung. Ja. Das lenkt jetzt ab. Was ich sagen will, ist, man kann bei Donald Trump mal das Inspirierende an sich ranlassen. Man kann mal ein Stück Flugstimmung in sich selber wieder erzeugen damit. Ja, und sehen, wie das bisherige Establishment zu zittern beginnt. Wie die es mit Angst zu tun kriegen. Bisher läuft es so, die jagen unser Angst ein. Und jetzt ist es mal umgekehrt. Ja? Die Angst, die Panik vor dem Populismus. Ja? Es macht mir Genuss zu sehen, wie das Establishment hier in Deutschland, ja, im Moment in Panik gerät. Das macht mir Genuss. Ja? Erzeugt bei mir Flugstimmung. Ich will dabei sein, wenn wir hier alle abheben. Ja? So. Ich habe jetzt diese Pizzagate-Geschichten jetzt erwähnt, diese schrecklichen Sachen, also die, wo wir uns alle einen Gefallen tun, damit, wenn wir die Einzelheiten nicht ausbreiten. Ja. Das sind Dinge, die ziehen runter. Ja. Nicht ignorieren, auch nicht wegschauen. Ja. Nein. Aber im Blick haben, wir wollen fliegen, ja. Wir wollen solches überwinden, hinter uns lassen. Futterplätze. Wenn wir uns konzentrieren auf diese negativen Geschichten, ja, immer mehr darauf einlassen, in diese finstere Energie, in den Bann dieser finsteren Energie hineinziehen lassen, ja, dann macht das uns schwer. Dann haben wir nicht diese Flugstimmung, dann kommt ihr nicht auf die Flugstimmung, ja? Wie schrecklich das alles ist, ja? Ohne Hoffnung, nichts. Was die da alles machen, die da oben, ja? Und keiner tut etwas, so, ja? Diese Lähmende. Nee. Flugstimmung ist viel, viel wichtiger. Und dann wird dieser Dreck, dieser Schmutz, dieses Finstere, ja? Das verliert die Kraft, wenn mal das Licht eingeschaltet wird. Das verliert die Kraft, wenn mal genug Flugstimmung da ist. Ja. Deswegen habe ich das erwähnt. Genau deswegen. Ja. Das ist vielleicht viel, viel, viel wichtiger. Ja. Viel, 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 viel wichtiger. Dass man, wie das hier so schön heißt bei ihm, ne? Ich habe es ja vorhin vorgelesen, ne? Die Kunst im politischen Feld, ja,
Ich sehe mich nicht als Politiker, ja, als Volkstribun. Das Wort Volkstribun hat nicht mehr so einen tollen Klang hier in Deutschland. Ja. Also ich sehe mich hier nicht, als einen Volkstribun oder so etwas, ne, als Politiker in dem Sinne, aber ich denke politisch. Ja. Und es handelt sich hier um Politik natürlich. Ja. Und ich bin, als jemand aus dem Volke, bin ich ja auch betroffen und irgendwo mit beteiligt. Ja. Das ist dann schon politisch hier. Ja. Aber die Kunst auf dem politischen Felde, ja, besteht eben darin, sich in die Lösung, Hoffnung, Richtung, in die Mitmenschen hineinzuversetzen. Wie ticken die? Warum bleiben die alle am Boden? Ja? Was könnte ich denn machen? Wo könnte ich denn ansetzen? Das dann vielleicht beim nächsten meiner Versuche, wo ich abhebe, ja, dass dann vielleicht doch der eine oder andere mal mitfliegt. Ne? Was könnte ich denn dann machen? Ne? Vielleicht andere Flugbewegungen, vielleicht statt schnurstracks gen Himmel, ja, vielleicht mal kreisende Bewegungen über die, die am Boden sind, oder irgendwas ändern, variieren, ja. Oder am Boden ein bisschen anders schnattern, ja? Mal Vorstimmung erzeugen vor dem nächsten Flugversuch. Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Immer wieder aufs Neue versuchen. Keine Ahnung, ist eine schlechte Antwort. Zu dem Erzeugen von Flugstimmung haben wir keine Alternative. Ja? Und wir stehen als Deutsche nicht alleine da. Überall in Europa, ja, flattern schon die Vogelschwärme mit den Flügeln, ja. Das kann ich doch nicht in Polen erklären, was hier in Deutschland los ist, ja? Die haben ja noch die Kassen im Schrank dort, ja? Oder in Ungarn, ja? Die sind dann, die sind nicht so gehirngewaschen, so massenverblödet oder massengelähmt wie die Skandinavier, also wie die Schweden zumal, ja? Oder wie die Deutschen, die Franzosen, die armen Franzosen oder die Italiener, ja? Hey, Leute, wir sind als Deutsche nicht alleine hier, ja? Wir haben Anlass, Flugstimmung in uns aufzubauen, ja? Und immer nur danach gucken, dass andere am Boden bleiben. Ja, was hilft denn das? Das hilft nichts, ja? Oder nur gucken auf solche schrecklichen Sachen, die lähmen, ja? Sozusagen ins Herz der Finsternis hineinschauen, ja? Andauernd, ja? Das erzeugt keine Flugstimmung. Das ist ein Ding. Da wollen wir ja nicht hin. Das wollen wir hinter uns lassen, ja? Oder? Also ich habe dieses Bedürfnis. Das ist nichts Erhebendes, ja, daran kleben zu bleiben. Ja? Und das ist jetzt ewig lang geworden, was ich hier erzähle. Ne? Das alles aus diesem Wort Flugstimmung, ja. Es ist vielleicht auch meine Aufgabe, ja, dass ich meine Videos mal verkürze. Könnte so sein, ja? Ich weiß es nicht. Es hat einen Vorteil, wenn ich einfach so frei heraus rede. Ja, da kommen Sachen zutage. Wenn ich irgendwas zu Papier bringe, dann käme das nie so hoch, ja? Wenn ich so emotional rede und genau so mit dem Blick darauf, dass ich das ins Netz stelle, was ich hier spreche, ja? Das weckt in mir Kräfte. Trotzdem könnte es sein, ja, das sind nicht die Flugübungen, die wirklich auch bei anderen Flugstimmung erzeugen. Ja? Also ich kann, ja, kann man nur sehen, wenn man Hoffnung hat. Könnte da mein Flug, wenn nichts da ist, dann ist ja nichts. Vielleicht etwas variieren. Ne? Wenn keine Lösung da ist, ist es das Gleiche. Machen, knapper machen. Keine Ahnung. Kann sein. Wenn man keine Richtung hat und keine Futterplätze, wird es enger. Im Gelände. Vielleicht auch mal wieder Livestreams. Ne? Ja. Leute, ich kann gar nicht anders. Ne? Ich mache immer wieder diese Übung. Ich versuche immer wieder abzuheben. Ja. Und ich bin sicher, ich bin gewiss, also ich weiß, wir werden hier abheben, ja, mit anderen in Europa, ne? Nicht wir alleine nur, ja. Ja, Gemeinschaft. Ich habe schon eine Menge Flugstimmung. Gemeinschaft. Also, danke für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Ja. Ich mute schon meinen Zuschauern was zu, von der Länge der Videos her. Ich könnte ja stundenlang sei's drum. Naja, bei mir rummelt es im Magen gerade. Knackiger, vielleicht. Ne? Tschüss, Leute. Boah, ey.
das letzte Video war ja echt jetzt der Hammer, Alter. Macht mich echt fertig. Wolfgang, wir brauchen eine Richtung, eine Lösung und eine Hoffnung. Das ist einfach. Das ist so einfach. Wirklich. Und ich hab's versucht. Ich hab's versucht. In meiner Welt. Und ich möchte nicht, dass wir uns ständig in Scheiße wälzen, weil die mir auf den Nerven. Geht mir richtig auf die Eier. Geht mir das zweite Video, geht mir richtig auf die Eier. Das ist einfach keine Richtung und nichts. Nur einfach Fluchtursachen bekämpfen als einziges Statement, dass das falsch ist, ist für mich immer noch nicht richtig. Das macht mich echt verrückt, dieses Video. Ich habe jetzt den Vollmond hinter mir und ich habe nicht geschlafen und der nächste Vollmond, ich werde vor Wut nicht ins Bett kommen. Ich werde wirklich vor Wut nicht schlafen können, weil ich einfach denke, ist was angekommen? Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Lösung, nicht in Scheiße wälzen. Lösung. Das Problem ist nicht die Lösung. Das ist ein Unterschied. Problem, die Scheiße, ist nicht die Lösung. Ne? Distanz, Noblesse. Meine Güte. Kriegt das Ding jetzt aus hier.